Und da sind wir wieder bei Let's Play Inuyasha in Kaedes Village auf dem Weg zu Kaede, um herauszufinden, wo wir jetzt eigentlich hin sollen. Vielleicht kriegen wir einen Tipp. Ich weiß es nicht. Dieses Spiel ist einfach gemein. Es schickt uns überall hin, aber ja. Naja. Irgendwie werden wir schon was finden. Dann können wir auch gleich mal wieder erholen und so. Sag mal was. Frau? Are you alright? Want to rest? Yes. Feeling refreshed? Take care. Kannst du uns einen Hint geben? Nein, kann sie nicht. Das heißt, wir dürfen jetzt irgendwie den richtigen Ort selbst suchen. Das wird lustig. Ich bin jetzt schon so begeistert. Lauf mal schneller. Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir jetzt tun sollen. Hier ist sonst nichts. Überall sitzen hier Hunde. Wo lang jetzt? Das ist jetzt die Masterfrage. Hier war hoffentlich nichts mehr. Ach, schön. Ja, die kann man so machen. Ich habe übrigens bemerkt, also Inuyasha kann, wenn er in der Menschenform unterwegs ist, wirklich keine Skills. Wird aber wohl nichts Neues sein. Ich weiß nicht mehr, wie es im Manga war. Den habe ich irgendwann abgebrochen, weil zu lang. Den letzten Band habe ich noch gelesen. Sag doch mal was, Mädel. Wo müssen wir hin? Dann bestimmt nicht mehr. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Tam, 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 tam. Was ist denn da oben? Ja, nice. Ach ja, also mit Gegner haben sie ja überhaupt nicht untertrieben. Okay, wir sind eine größere Gruppe von Menschen und Dämonen und Halbdämonen. Aber dennoch muss man doch nicht immer so 10, 20 Gegner dahin klatschen. Aber wenigstens sind die in diesem Gebiet noch leicht. Die kann man noch one-hitten. Mal gucken, ob wir da oben irgendwie was finden. Something hier? Gegner! Gegner sind hier! Gegner! Bestimmt spannend hier die Episode. Ja. Und noch mehr Kohle. Es ist ein bisschen doof, dass Janice nur. Oh Gott, nein, wirklich? Was ich sagen wollte, dass Janice halt nur diese Kamui-Attacke kann und nicht auch irgendwie was Nahkampfmäßiges hat. Weiß nicht, ob sich das noch ändert. Hab's nicht mehr im Kopf. Aber. Naja, who cares? Verschwenden die ganze Zeit wieder damit, den Weg zu suchen. Hier ist ja irgendwie nichts. Ja, okay, ich mach Pause und dann sehen wir uns auf der anderen Seite von diesem blöden Fluss wieder. Und da sind wir wieder mit Inuyasha und ich habe immer noch keine Ahnung, wohin. Deswegen bin ich jetzt noch mal hier. Ich bin nämlich wirklich ratlos. Und ich denke, hier wird auch noch nichts sein. Nee. Können wir vergessen. Wo müssen wir hin? Master Quest überhaupt?
Ich bin gerade so ziemlich alles auf der anderen Seite noch abgelaufen. Hier gäbe es wohl noch einen Strand. Was ist das? Okay, hier habe ich jetzt noch nicht geguckt. Das sieht schon mal nach Berg aus, aber ob das richtig ist, nein. Aber da unten ist ein Dorf oder so. Da gehen wir auch mal hin. Wo zur Hölle sind wir? Minatori Village. Hallo, people, someone here? Talk to us, Sky. Hallo. Hey there, what brings you to Minatori Village? Ja, keine Ahnung. Und wir haben wieder den menschlichen Inuyasha, der keine Skills kann. Skillness. Was haben wir hier? Irgendeiner muss uns doch hier helfen können, oder? Hello there, welcome. So, how can I help you? Das weiß ich nicht. Ihr seid alle voll useless. Ein Baum. Chicken. Noch ein Baum. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon alles von diesem Dorf. Dann schauen wir mal hier. Nobody here. Hier ist auch nichts. Da geht's über die Brücke. Wenn man denn über die Brücke laufen kann. Was passiert hier? Da liegt. Ist das jetzt Fisch? Oder sind das irgendwelche Algen? Für mich sieht das jetzt eher aus nach Algen. Boot fahren. Oh, da steht jemand. It looks like a storm is coming. Das bringt mir jetzt aber nicht viel, guys. Open the door, please. No. Oh, I'm so ideenlos. Sehr schön, so offene Welt und so, aber ein bisschen gehintet hätte ich schon gerne was. Dann müssen wir wohl hier wieder zurück. Oh, wo müssen wir nur hin? Ein kleines Dorf. So, dann schauen wir mal da hinten. Da sieht's bergig aus. Sag was. Sind wir trotzdem falsch. Und werden sofort wieder angegriffen. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt Inuyasha drücken und hab's verpennt. Dafür gibt's Windnarbe. Ich glaube, der eine Drache da, diese Drachen, das waren doch der erste Boss von dem überhaupt, von diesem ganzen Spiel. Kamui. Dann machen wir es so. Ja, genau, das war der erste Mini-Boss oder so. Der macht Defense. Das wird hoffentlich nicht so viel bringen. Ja. Lol. We made it. We are so good. We are so skilled. Hier ist auch nichts. Das heißt, zurück, wo wir hergekommen sind. Ob wir da später, bestimmt müssen wir da später hin. Kurz speichern. Und natürlich tappen wir sofort nach dem Speichern in eine Falle. Können wir. Ja, so geht das. Immer gucken, dass man ganz alle, so ziemlich alle erwischt. Ich glaube, das müsste jetzt so gehen. Ich denke, das kriegt ihn ja noch alleine hin. Und ja. Das geht auch noch. Sango könnte vielleicht mit dem Skill beide erwischen, genau. Praktisch. Und Inuyasha kriegt ein Level ab. Da ist.
ist wieder das. Dann gucken wir doch mal da oben. Da ist auch irgendwas, wie ich sehe. Checken wir das auch noch mal. Oh, who is this? Sollen wir? Nein, das machen wir in der nächsten Folge. Bis später.